Herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir haben beim letzten Mal Fellcroft verteidigt, dieses kleine Städtchen. Und jetzt möchte Sebastian mit uns in der Krypta reden, was da wohl passiert ist. Und wir haben in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen den Imperius-Fluch gelernt. Der macht sich im Kampf richtig, richtig gut bezahlt. Aber zu welchem Preis auch wieder, ne? Das war ja letztes Mal schon die Frage. Zu welchem Preis haben wir diese Sachen gelernt? Ach nee, das ist der Kartenraum. So, wir gehen jetzt zum Astronomieflügel und nach dem Intro legen wir nochmal richtig los. Oder er mag dich nicht. Ah, Balthasar liebt mich. Ich bin dein bester Freund. Ich denke, der beste Freund. Da! Rebellion! Oh. 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 Hier sind noch so viele Sachen versteckt, wo ich ständig dran vorbeilaufe und sie nicht sehe. Es ist wirklich richtig viel Loot und Sammelcontent, so dass es eigentlich schon fast zu viel ist, ne? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Diese Familie unterstützt die Chudley Cannons, nicht Eintracht Pfützensee. Ich möchte mich nicht wiederholen cool gemacht. Müssen, wenn ich noch eine Sache wollte. So, dann gucken wir mal. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Fellcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst.
Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Oh, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Jetzt kommt wieder die Frage der Fragen. Womit machen wir weiter? Wir hätten diesen Kobold noch. Wir könnten mit dem Ei weitermachen. Das machen wir mal. Ich glaube, ich habe hier doch diese Tentakula. Ich habe doch zwei Stück gekauft. Das ist eine gute Idee. Ist auch so ein kleiner Idiot, der kann die einfach kaufen und jammert da einen rum. Ich brauche die Tentakula. Kann froh sein, dass ich Tentakula nicht mit Tarantula verwechsel. Dann hätte er nämlich ein ganz kleines Problemchen. Ist die Besorgung für mich schon erledigt? Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Tja, nur dass es nicht die ist. Ist ja blöd. Ich habe ihm echt eine andere angedreht, ne? Jetzt haben wir wirklich hier fast alles erledigt. Wir haben noch eine ganz, ganz einfache Geschichte. Wo muss ich denn mit der sprechen? Okay, oben im Turm. Gut, schauen wir mal, was die von uns möchte. Ich wünschte, Ronan könnte alles unterrichten. Zauberkunst ist die einzige Stunde, in der ich wach bleibe. Sieht immer noch richtig schick aus hier, ne? Ich liebe diese Kisten. Ja, okay, ich bin anscheinend an der völlig falschen Stelle auf die Karte gegangen, aber das ist auch immer schwierig. Weil man meistens nicht sieht, wo der Questgeber dann wirklich steht und das alles übereinander ist. Ich hätte jetzt echt auf den Turm spekuliert, aber anscheinend ist die einfach nur genau unter dem Turm. Das gedacht, unter dem Turm. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger,
Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Es ist aber nett, oder? Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Onkel Roland würde nie weggehen, ohne Bescheid zu sagen. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ja, nicht der Erste, der von den Kobolden niedergemetzelt worden ist, ne? Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. Oh, das wird ein Spaß. Wo waren nochmal meine Fallen? In Lower oder in Upper Hogsfield? Da wird jemand... Das ging ja schnell. Gut, aber wenn es auch ein Queststufe 10 ist, dann sollten wir nicht ganz so viele Probleme haben. Oder wie man so schön sagt, ein easy peasy Quest wahrscheinlich. Revelio. So, welche Tiere waren hier noch mal? Nifflerbau. Okay, Niffler brauche ich jetzt nicht. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Siege die Kobolde, die das Lager besetzen. Ja, das kriegen wir wohl hin. Moment. Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Der ist noch irgendwie. Entfernung. Ist der in Ordnung?
kämpft wie ein Knuddelmuff! Crucio! Ein Tagebuch. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderung mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldagak sprachen. Sie sind hinter seltene Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Idiot. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Das Lager entlang am Fluss und irgendeine Ruine. Okay. Revelio! Repulso! Sieht interessant aus. Revelio! Gucken, ob wir da irgendwie hinterkommen, wo wir hin müssen. Das wird nämlich nicht einfach. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Revelio. So, das kann ja nur bedeuten, dass man hier weiter am Fluss lang geht, oder? Ja, immer weiter, bis eine Ruine kommt und dann ist irgendein Verlies da. Aber es kann nur der Fluss da unten sein. Ja, guck mal, da habe ich was gefunden. Accio.
Da wird der Fluss breiter werden, also noch ein kleines Stück weiter, ne? Ich habe übrigens den Besen ausgetauscht. Gegen diesen Sportbesen, der nach unten diese Kante hat. Das? Perfekt, ein bewegliches Ziel. Ich hoffe, du bist ein. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Kozi! Wie kann ich dir helfen? Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Was soll das denn hier sein? Bitteschön. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Aha. Ist ja cool. Alle Dinger zerstören und dann geht das Ding auf. Ist das wieder so eine Duellstelle hier? Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena. Mit den unverzeihlichen Flüchen Avada, Kadaver, Imperium, Crucio plus dem Explosionsfluch von Fringo. Ja, super, aber das machen wir jetzt garantiert nicht. Aber das halten wir mal fest, dass hier eine Kampfarena ist. Zweifellos schon lange verlassen. Revelio. Ja, da haben wir ja schon dran gearbeitet. Ach hier, Wingardium Leviosa. Ach hier. Naja, aber hier waren wir ja schon dran. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss hier, ne? Wegen dem Onkel.
Tja, das ist ein Banditenlager, aber... Es passt ja alles nicht wirklich, ne? Felsen, Felsen und dann ist irgendwo ein Turm. Und auf der anderen Seite so ein Verlies. Müsste auf der rechten Seite vom Fluss dann sein. Da sind wir schon bei Hogwarts. Das wird es ja wohl kaum sein hier. Ich sag nur Stufe 10 Quest. Wichtige Hinweise, das ist schon klar. Nach unserem Plan gesucht, Frau Florhoff, mit neuem Arm. Abwegig ist der hier auch nicht. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. Na, guck mal, da haben wir doch schon was gefunden. Eine Felsformation. Wo ist jetzt dieser krumme Baum? Das ist der krumme Baum. Das ist der krumme Baum, oder? Schade, den hätte ich jetzt als krumm bezeichnet, aber ich sehe gerade, wir sind völlig aus der Uhr gelaufen hier. Und ich habe vergessen, die Webcam einzuschalten nach dem letzten Dialog. Also, völlig aufgeschmissen. Ich werde beim nächsten Mal, werden wir rausfinden, wo der Onkel ist.
Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, munter und bis zum nächsten Mal beim Zuschauen. Ciao, ciao. Danke fürs Zugucken. Bis dann.